Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Lost City. In diesem Film geht es um die Schriftstellerin Angela Sark, gespielt von Sandra Bullock, und Channing Tatum spielt das Model Dash McMahon, Brad Pitt als Jack Traynor und Daniel Radcliffe als Abigail Fairfax. In diesem Film geht es um die Schriftstellerin Angela Sarge, die den Tod ihres Mannes verkraften muss, der archäologische Ausgrabungen gemacht hat. Und auch sie ist da immer mit dabei gewesen. Eines Tages schreibt sie endlich ihr Buch zu Ende, wo es auch um archäologische Ausgrabungen geht. Und wo auch ein Held, so ein bisschen angelehnt an Indiana Jones, da auch mit involviert ist. Und dieser wird auf dem Buchcover von dem Dash McMahon dargestellt. Bei der Buchvorführung stellt er sich auch ziemlich da so in den Vordergrund und so weiter. Und eigentlich wollten die Leute auch nur seinen Oberkörper sehen etc. pp. Und nach dieser Buchvorstellung wird Angela dann auch entführt und sie wird betäubt und wird dann zu dem Abigail Fairfax hingeschleppt. Und Dash McMahon ruft seinen Armeekollegen Jack Traynor an und die beiden machen sich dann auf den Weg, um sie zu befreien. Soweit, so gut. Ja, das ist so ungefähr so die Story. Und ich muss sagen, der Film ist eine absolute Katastrophe. Also das einzige Positive aus dieser Film hat, sind die Schauspieler, die wirklich alles versuchen, um diesen Film einigermaßen gut aussehen zu lassen. Was aber gar nicht schwer, beziehungsweise komplett unmöglich ist. Der Film hat sowas von schwache Gags. Also ich bin jemand, der normalerweise sagt, ja, ich kann so ziemlich über alles lachen. Aber nee. Selbst bei mir wurde es von Minute zu Minute immer schwerer. Dann der Storyverlauf, ja, der war so, ja, extrem vorhersehbar. Also das hat auch überhaupt nicht den Film irgendwie interessant gemacht. Und es wurde auch vom immer anstrengender anzuschauen, weil man hat eigentlich nur gehofft, hoffentlich ist er jetzt bald vorbei. Aber nein, dieser Film geht knappe 2 Stunden und ich glaube, die letzten 5 oder 10 Minuten habe ich auch gar nicht mehr mitgekriegt, weil ich glaube, da sind mir mal kurz die Augen zugefallen, weil irgendwo war der Film mir dann auch irgendwann egal gewesen, weil der Film echt so schlecht war. Also jemand solche guten Schauspieler in so einen beschissenen Film untergehen lassen kann, Respekt, da gehört einiges dazu. Also, nee. Ich habe da auch keine Worte für, weil der Film echt, also es, so einen schlechten Film habe ich echt selten gesehen. Und dann so viele gute Schauspieler. Nee. Leute, ein Satz mit X, das war nix. Und noch weniger als nix. Und überhaupt geht gar nicht, was die da fabriziert haben. Also, normalerweise würde ich dem Film einen Totenkopf geben. Normalerweise. Weil der Film eine absolute Grütze ist. Aber weil die Schauspieler wirklich alles versuchen, den Film gut aussehen zu lassen und es auch gute Schauspieler sind, gebe ich 2 Totenköpfe. Mehr kann ich nicht geben. Also so einen schlechten Film habe ich selten gesehen. Ja, und genauso wie ich den Film am liebsten kurz gehalten hätte, beziehungsweise den Film gerne kürzer gehabt hätte, so halte ich auch diese Filmbewertung. Weil es lohnt sich einfach nicht, über diesen Film zu sprechen, weil der Film absolut uninteressant ist. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß noch nicht, welchen Film ich nächste Woche gucke, beziehungsweise diese Woche gucke. Vielleicht schaue ich mir auch mal den Film Northman an. Der könnte interessant sein. Ansonsten kommen wir jetzt auch bald immer näher zu den Wochen, wo es dann weniger Filme beziehungsweise gar keine neuen Filme gibt. Aber wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber so sieht das aktuell erstmal aus. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst.